Im Alltag haben natürlich die Versorgungspflichten für ein Paar, für eine Familie einen hohen Stellenwert. Dass der Laden läuft, dass Kinder gut betreut sind, dass die Arbeitssituation beim Partner, bei der Partnerin, möglicherweise aber auch bei der betroffenen Frau weiterlaufen kann. Das hat eine ganz hohe Priorität und sehr viel Energie geht da rein, dass diese Dinge erhalten bleiben. Paare, aber speziell auch Frauen, neigen dazu, bei sich selber zu sparen. Und ich möchte Ihnen aus meiner Erfahrung, die als Psychoonkologin mehr als 20 Jahre lang alt ist, sagen, dass Sie damit Energie beim Fenster hinaus sparen. Jede Stunde, die Sie investieren in Ihre Beziehung, darin, dass es Ihnen beiden miteinander gut geht, dass es Ihnen gut geht, ist ein Gewinn und kein Verlust für die Alltagsroutine. Da gibt es dann halt auch Wollmäuse in der Ecke. Na und? Da ist halt nicht so aufgeräumt wie normalerweise. Wen stört's? Es ist wichtiger, dass Sie gemeinsam sagen, wir gehen jetzt spazieren oder wir haben Lust darauf, das und das zu machen oder wir nehmen uns einfach Zeit für Zärtlichkeit oder für Reden. Ob alles perfekt ist, ist egal. Perfektion ist ein unmenschliches Konzept. Bitte vergessen Sie Perfektion. Es macht Dinge kaputt. Es hilft Ihnen gerade in einer belastenden Situation nicht. Schauen Sie gut auf sich selber und lassen Sie die Perfektion Perfektion sein. Bewusste Auszeiten sind sehr, sehr wichtig, wenn sie nicht das Problem verdrängen oder verleugnen. Aus meiner Erfahrung ist es gut, sich bewusste, begrenzte Zeiten zu nehmen, um sich mit dem Thema Krankheit, Organisation der Krankheit, Gefühle auseinanderzusetzen. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir nehmen uns 15 bis 30 Minuten am Tag und da lassen wir dieses Thema ganz bewusst zu. Da erzählen wir uns gegenseitig, wie es uns geht, was uns schwerfällt, was heute schwierig war, was wir uns wünschen würden. Und dann nach dieser begrenzten Zeit, egal wie lange Sie die begrenzen möchten, stellen Sie das Thema auch ganz bewusst für den Tag weg. Nehmen Sie sich auch bewusst Zeiten, um mit Ihren Kindern zum Thema Krankheit und Behandlung zu kommunizieren. Das kann einmal die Woche sehr viel Sinn machen, damit Kinder sich einfach auch mit im Behandlungsteam fühlen, mit im Team, das informiert wird. Und dann dürfen es auch die Kinder wieder wegstellen. So kann es auch gelingen, dass man über weite Strecken Unbeschwertheit zulassen kann, indem man weiß, wenn es schwierig ist, dann redet man halt morgen in der Früh drüber. Aber heute genießen wir mal. Und ich empfehle Ihnen sehr, schreiben Sie groß mit dem knallrotesten Stift, den Sie finden können, in Ihren Kalender ein, wenn Sie eine gemeinsame Auszeit mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, Ihrer Familie, Ihren Kindern planen. Das ist ein Termin, der ist mindestens genauso wichtig wie Ihr Behandlungstermin. Und schreiben Sie es bitte auf, egal welche Art von Kalender Sie verwenden, weil nur was geschrieben steht, hat dieselbe Wichtigkeit wie andere vereinbarte Termine. Zu sagen, ja, das machen wir dann, zählt nicht, weil da sparen sehr viele Frauen an sich. Bitte schreiben Sie es auf, Sie sind wichtig.